Ich begrüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei meinen Gästen heute geht es um ganz unterschiedliche Disziplinen, vor allem aber um sehr Abstraktes, um die Schönheit und um die Zukunft. Ich begrüße Matthias Horks. Er hat einen Beruf mit Zukunft, das beschreibt jedenfalls seine Gegenwart. Er ist nämlich Trend- und Zukunftsforscher, der sich vor einigen Jahren ausgerechnet in Wien niedergelassen hat. Heute wirft er mit uns einen Blick in die Zukunft, die er mit überraschendem Optimismus als noch vielfältiger, virtueller und grüner skizziert und vor allem als weiblicher. Weiblichkeit in schönster Form zeigt uns Christine Kaufmann. Bereits Mitte der 50er Jahre spielte sie sich als Rosenresli in die Herzen der Kinozuschauer. Die gebürtige Steirerin schaffte es bis nach Hollywood, wo sie nicht nur den Golden Globe gewann, sondern auch die Liebe des Leinwandstars Tony Curtis, mit dem sie zwei Töchter hat. Heute ist sie vor allem Unternehmerin und erfolgreiche Autorin. Julia Schrenk ist schön wie ein Model und vorliegt eine rasante Zukunft. Sie hat sich an das heißeste Abenteuer gewagt, von dem die meisten Männer nur träumen können. Die Rallye Queen raste auf ihrer Enduro 6000 Kilometer durch die Wüste von Paris bis Dakar und meisterte als eine von zwei Frauen und jüngste Teilnehmerin die härteste Rallye der Welt, das Africa Race. Auf eine abenteuerliche Karriere kann auch er zurückblicken. Toni Doppelback Tollpolster feiert Geburtstag. Wir gratulieren dem Rekordtorschützen im österreichischen Nationalteam, Europas bester Torjäger. All das war er einst. Heute gibt es seine coolen Sprüche als Trainer der Wiener Viktoria. Herzlich willkommen. Hallo. Toni, Zukunft und Schönheit habe ich als Stichworte genannt. Wie hast du deinen Plan? In wenigen Tagen wirst du 50, feierst deinen 50. Geburtstag. Ist 50 für Männer genauso sexy wie 40? Ja, für mich ist es mehr oder weniger nur eine Zahl, denn es wird ja niemand jünger. Es geht uns allen gleich und von daher, denke ich mal, werden wir das so akzeptieren müssen, wie es ist. Und werden sich freuen auf die Zukunft, was sie noch bringt. Du bist ja ein bekennend eitler Mann. Jedenfalls hast du das immer wieder auch gesagt, nicht ohne Schmunzeln. Ja. Wie schaut es mit den Äußerlichkeiten auch aus? Wo wird es schwieriger? Ja, wenn eitel sein heißt, dass man sich auf sich aufpasst, dass man sich pflegt und halt auf sich schaut, dann bin ich eitel, ja, logisch. Das soll auch so sein. Zweimal eine Gesichtscreme am Tag hast du mal zugegeben. Wo wird das noch hinlaufen? Wie wirst du das steigern? Ja, vielleicht auf viermal. Man kann sich immer steigern. Ne? Da kann die Dame neben dir uns Auskunft geben. Christine Kaufmann, egal ob jung oder alt, alle finden sie schön und alle wollen wissen, wie sie diese Dynamik der Schönheit erhalten. Bis auf mich, also ich stehe nie vorm Spiegel und denke, dass ich so schön bin, aber Sie zum Beispiel sehen super aus, toll mit der Creme, ist alles in Ordnung. Aber war denn Schönheit immer schon irgendwie ein Thema in Ihrem Leben oder hat sich diese fast Beraterrolle in Sachen Schönheit erst entwickelt? Ich bin eigentlich Beraterin für Lebenslust, weil ich habe festgestellt, mit Frauen so alt sind wie ich, also 69, dann haben sie meistens aufgegeben und ich habe eigentlich mit 60 nochmal Gas gegeben und habe gesagt, so, jetzt habe ich weniger Zeit, auf jeden Fall, ich möchte diese Zeit optimal nutzen. Das geht eben auch mit dem Geburtstag 50. Es ist ja nicht, wir wären alle gleichzeitig älter, nur alle altern anders. Und es gibt die Möglichkeit jederzeit, finde ich, ein Verjüngungsprogramm, das aber nicht mit dem Skalpell funktioniert, sondern von innen nach außen, also über Vitalität und Lebenslust, sich zu verbessern. Und dann finden manche Leute einen auch schön. Mhm. Ja. Herr Hawks, wir leben in einer Zeit, in der alle oder so viele herumschnipseln an sich wie noch nie zuvor. Ellen DeGeneres hat es bei der Oscarverleihung gesagt, it's the most important thing in the world, it's youth. Ja, hat sie gesagt. Wie schaut es mit diesem Schönheitswahn aus, wenn wir eine Skala von 1 bis 10 nehmen? Ist das der Treibstoff unserer Zeit? Ich glaube das nicht. Ich glaube eher das Gegenteil. Also ich sehe gerade, dass es viel Gegenbewegung gibt, dass die Leute so sein wollen, wie sie sind. Und zwar in ihrer jeweiligen Altersklasse jünger. Das ist ja auch ein großes Gerücht, dass wir alle immer gleich takt älter werden. Also ich war mit 35, glaube ich, älter als heute.
im Kopf und körperlich in der Fitness. Man kann 15 Jahre jünger sein, biologisch, als man es wirklich ist. Also ich glaube, wir leben genauso wie wir in einer Zeit der Geschlechterrelativität leben, leben wir auch in einer Altersrelativität. Und das Entscheidende ist doch nicht, muffig zu werden. Also das, was man so mit Alter verbindet, diese Aufgabe von Zielen, sich nicht mehr freuen können an der Komplexität der Welt. Das sind doch die Techniken, die heute unheimlich beliebt sind. Also viel beliebter als der Oscar, glaube ich. Aber diese Bedeutung der Jugendlichkeit und dieses Schönheitswahns mit allen technischen Möglichkeiten, die es dazu gibt, die sehen Sie gar nicht? Also wenn Sie mal die Zahlen, das ist ja wie oft so, wenn man genauer mal auf die Zahlen schaut, dann werden so ein paar Schönheitsoperationen werden häufiger. Aber die richtigen, harten und wiederholten werden eigentlich gar nicht so häufig. Und Sie wissen ja, Sie sehen das dann ja auch im Fernsehen, wie das endet. Das endet immer als Maske. Ja, weil man kann natürlich nichts anderes tun. Also wer mit seinen Falten nicht irgendwie kann, der wird ein schwieriges Alterungsproblem irgendwann haben, glaube genau. ich. Der wird wirklich alt. Julia Schrenk, da sind Sie die nächste Generation, definitiv. Sie sind ja die Jüngste am Tisch. Vielleicht haben Sie ja Glück gehabt, wenn wir dem Herrn Horx glauben können. Nach den Etappen des Feminismus und des Schönheitswahns geht es jetzt vielleicht um ganz andere Werte. Wie empfinden Sie das? Wie war jetzt in Ihrer Karriere auch als Rallye-Fahrerin in einer Männerdomäne? Wie wichtig war denn da auch das Äußere, ganz ehrlich? Ganz ehrlich, eigentlich nicht so wichtig, weil die meiste Zeit habe ich einen Helm aufgehabt. Beim Fahren, bei der Leistung selbst, aber jetzt zum Beispiel bei der medialen Aufmerksamkeit, denke ich, macht Ihr Äußeres dann doch was her. Sicherlich, aber eigentlich geht es da um die Leistung, ums Fahrerische halt und eher weniger um die Schönheit oder um das halt. Schöne Fußballer gibt. Das hätte sie gewonnen, das Rennen. Ja, es waren ja nur zwei Frauen da. Und die andere Frau ist mit dem LKW gefahren. Genau, ja. Ja, also die hat sich da einfacher gemacht, kann man das sagen? Eine andere, ganz andere Herausforderung. Ist komplett anders, ja. Also mit dem LKW selber bin ich noch nie gefahren. Von daher weiß ich nicht, wie schwer das ist. Aber ich stelle es mir nicht gerade einfach vor. Weil mit dem LKW, man muss ja doch rechnen, das hat dann noch mehr Gewicht. Und da grabt man sich ja dann noch leichter in Sand ein. Eine andere Herausforderung. Toni, wenn wir über Schönheit und Fußballer reden, da gibt es ja heute wahre Schönheitsideale, wo Beckham oder Alaba oder Ronaldo, die haben dann immer alle kunstvolle Tattoos auf ihren Muskeln und die Frisuren erst und sind Ideale. Und das lässt natürlich auch viele Frauen heute auf Fußball schauen. Spielt es sich anders, wenn man weiß, Frauen schauen zu oder Männer sind im Publikum? Also zum einen muss ich natürlich sagen, dass ich das mit den Tattoos fürchterlich finde. Also wie diese Spieler zum Teil auch schon aussehen, das finde ich katastrophal. Also ich glaube, man kann ja ein kleines Tattoo haben, wenn man das möchte, oder seine Kinder auf den Arm schreiben, aber die ganzen Hände zugekleistert zu haben, finde ich fürchterlich. Und leichter spielt sie es nicht. Weil es ja um den Sport geht. Es geht um das Ergebnis, um das zu erfüllen, was der Trainer von dir verlangt, dem Druck standzuhalten. Und da, glaube ich, kann sich keiner leisten, dass er dann noch auch auf die Tribüne schaut. Nie jemanden imponieren wollen? Ein bisschen? Ja, natürlich ist Berufssportler sein, ist immer auch ein bisschen Macho-Gehabe natürlich dabei. Und das gehört auch dazu und es gibt auch natürlich viele Groupies, die eine Mannschaft auch immer begleiten, aber ein Profisportler, der davon lebt, muss sich auf seine Sache voll konzentrieren, sonst funktioniert es nicht. Ist das heute anders als früher? Waren die früheren Zeiten wilder, was Groupies und die Begleiterscheinungen des Berufssportler-Daseins betrifft? Ich glaube, es war einfacher, weil es noch keine Handys gab und du nicht überall beobachtet wurdest. Also wir konnten schon mal fortgehen, ohne dass es wer gemerkt hat. Heute kommt ja jedes Foto irgendwo auf Twitter, Instagram und Facebook und du bist ja nirgendwo mehr unbeachtet. Das heißt, ihr habt das ordentlich krachen lassen? Ja, aber zu seiner Zeit natürlich. Ich meine, wer heute wie unsere Eishockeyspieler vor einem Spiel sich betrinkt, der ist ja wirklich eigentlich dumm, muss ich sagen. Denn du musst immer wissen, wann du feiern kannst und wann es nicht geht. Du hattest ausreichend Grund zu feiern in deiner Karriere. Dreimal österreichischer Meister, zweiter der spanischen, auch der deutschen Liga. Du warst Sportler des Jahres in Österreich, auch in Deutschland. Du warst zweimal bei einer WM dabei. Wir schauen kurz hinein in spannende Szenen. Der
schöne Zeit gehabt. Runde muss ins Eckige. Ja, das Runde muss ins Eckige. Damals wie heute auch mit deinen Sprüchen bekannt. Es waren einige Szenen, die wir gesehen haben aus einem geschichtsträchtigen Match im wahrsten Sinne des Wortes. Das Match gegen die DDR, WM-Qualifikation, war ein besonderes Match. Es war ein historisches Match. Es war das letzte Match, das die DDR-Nationalmannschaft im November 1989 gespielt hat. Es war ein besonderes Match aber auch für dich. Du wurdest vor dem Spiel ausgepfiffen. Und hast dann 3 Tore geschossen, also nicht nur den Doppelpack, sondern den Triplepack und damit Österreich zur WM geschossen. Wie bist du mit diesen unterschiedlichen Emotionen umgegangen, die es ja nicht nur damals gegeben hat, dieses ambivalente Verhältnis? Ja, sehr schwierig natürlich, weil es eine Hochschaubahn der Gefühle war, vor dem Spiel ausgepfiffen. Warum wurdest du eigentlich ausgepfiffen? Naja, ich war jahrelang der einzigste Legionär natürlich, habe im Ausland in Spanien sehr viele Tore geschossen. In der Nationalmannschaft waren wir in Umbruch, eine junge Mannschaft, die noch nicht so die Leistung gebracht hat, die sich die Leute erwartet haben. Ja, und dann haben wir uns 89 diesen Traum erfüllt, unseren Idolen, Bezei, Brasca, Concilia, Sara, wie sie alle hießen, Willi Kreuz, es nachzumachen und zu einer Weltmeisterschaft zu fahren. Und das war natürlich dann vom hässlichsten Tag eine Umkehr zu einem der schönsten Tage, wo wir ein bisschen Fußballgeschichte natürlich geschrieben haben. Wie bist du mit diesen unterschiedlichen Emotionen umgegangen, auch mit der Tatsache, in dieser großen Öffentlichkeit zu stehen, parodiert zu werden, manchmal auch verspottet zu werden? Ja. Wenn du jetzt mit Abstand darauf blickst, auf all das, was hat das mit dir getan? Ja, ich habe mir immer eingeredet, parodiert werden nur die Großen. Das ist ja auch so. Einer ohne Wiedererkennungswert wird nicht parodiert. Es war natürlich nicht einfach, das ist ganz klar. Also für mich war dieses Spiel 1989 der Punkt, wo ich gesagt habe, entweder wir schaffen es oder ich lasse es bleiben und spiele nicht mehr in der Nationalmannschaft. Denn ich hatte es wirklich sehr schwer, Beschimpfungen und der Teamchef wurde bedroht, wenn er mich aufstellt, dann gibt es ein Unglück und so weiter, Drohbriefe und so weiter sind da eingegangen und das ist nicht einfach gewesen, für uns alle nicht. Du hast mal gesagt, am Ende deiner Karriere, rückblickend sollen die Menschen über dich sagen, er war ein guter Kerl, du möchtest als Mensch bestehen und nicht als Fußballer. Mit Rückblick und das Ende deiner aktiven Karriere ist ein paar Tage her, ist diese Übung gelungen? Ja, rückblickend, wenn ich jetzt nachdenke, glaube ich, dass ich viele, viele nette Partner, auch in der Werbung und so weiter, mir die Treue gehalten haben, auch nach dem Fußball, was ja nicht so normal ist. Denn wenn du spielst und jeden Samstag präsent bist, dann ein Star bist, dann bist du natürlich für die Werbung interessant, aber wenn du dich nicht anständig und respektvoll benimmst, lassen sie dich natürlich nach der Karriere, wo du nicht mehr so interessant bist, fallen. Und das ist bei mir eigentlich nicht passiert. Ich spiele jetzt seit 14 Jahren nicht mehr und trotzdem haben meine Partner immer zu mir gehalten. Mhm. Das ist schön. Bist du auch jetzt dort, wo das Herz zu Hause ist, bei der Wiener Viktoria, ein besonderer Verein, ein besonderer, das Pflaster auch, muss man sagen. Ne? Also dort steht keine Allianz Arena, sondern dort steht ein einfaches Fußballvereinshaus, dort sind noch die erdigen Sprüche zu Hause. Richtig. Beschreib du uns diese besondere Atmosphäre, die Viktoria ausmacht. Ja, der Herr Works und auch vielleicht die Christine werden es wissen, wir sind der St. Pauli von Österreich. Wir machen auch sehr viel im sozialen Bereich, also bei uns können Obdachlose in den Kabinen im Winter übernachten und wir versuchen halt diesen Sport, den wir alle so lieben, auch mit sozialen Geschichten zu verbinden. Mhm. Bist du dort, wo du hinpasst, aber vielleicht nicht dort, wo du hin wolltest eigentlich? Ja, ich passe überall hin, wenn die Leute alle an einem Strang ziehen. Aber wenn du schon intern gegeneinander arbeitest und deinen Sessel 15 Mal am Tag kontrollieren musst, ob er nicht vielleicht angesägt ist, dann
macht das keinen Spaß. Und deswegen würde ich gerne natürlich wieder Bundesliga trainieren, aber es ist nicht eine Sache, die mir schlaflose Nächte bereitet, weil ich weiß, dass es nur dann funktionieren kann, wenn die Umstände auch stimmen. Du hast da angesprochen, deine kurze Bundesliga-Karriere zuletzt bei der Admira nach 3 Match war es dann aus. Sitzt der Schmerz noch tief? Irgendwie hat man das Gefühl, dass du dich auch medial sehr zurückgezogen hast, dass du irgendwie ein bisschen leiser trittst. Es schmerzt nicht mehr. Es war die einzige logische Folgerung, die passieren musste, denn das gibt es ja nur in Österreich, dass dir ein Sponsor die Aufstellung diktieren möchte. Und deswegen war ich auch froh, dass das beendet wurde. Das geht nicht. Das Wichtigste ist für mich immer, dass ich mich in den Spiegel schauen kann, dass ich mein Gesicht nicht verliere, denn ich habe nur eines. Und für keine Kohle dieser Welt werde ich mein Gesicht verkaufen. Die Woche beginnt ja wieder die Dancing Stars Staffel. Die nächste. Da wart ihr beide ja auch schon mal mit dabei. Aber nicht miteinander. Nicht miteinander. Ja. Dann, Toni war in der ersten Sendung Staffel dabei. Wir sehen dich ganz kurz tanzen. Was ist denn davon geblieben? Von der Grazie, vom Können? Du hast es ja immer ein bisschen ins Finale geschafft, ne? Ja, bin im Finale einer großartigen Marika Lichter unterlegen. Völlig zu Recht. Marika war einfach großartig, hat großartig getanzt, kommt aus diesem Genre und von daher hängen geblieben ist einiges, ja. Also Cha-Cha-Cha auf jeden Fall noch. Aha. Einen Tango oder einen Quickstep werde ich nicht mehr tanzen, ich wüsste auch nicht wo. Christine Kaufmann, auch Sie sehen wir ganz kurz bei Ihren tänzerischen Versuchen, da kann man glaube ich nur sagen Cinderella, oder? Wenn man sich selber in diesem Outfit sieht. Es war grässlich. Also grässlich, weil ich festgestellt habe, dass ein Bein von mir länger ist als das andere. Mhm. Und ich hatte eigentlich immer Fußschmerzen. Mhm. Und ich habe so gehofft, dass ich rausfliege, weil ich hatte totale Angst vor diesem irgendwas, wo man mit dem Arsch wackeln muss. Das wollte ich nicht unbedingt machen. Ich habe gesagt, als Großmutter, das muss nicht sein. Und ich bin auch rausgeflogen und ich war sehr dankbar. Eine Lebenserfahrung, über die man heute mit Abstand sprechen kann. Toni, als Fußballer oder überhaupt als Berufssportler ist es ja mit der Pension so eine Sache, da geht man nicht mit 60, 65 in Pension, sondern vor der Lebensmitte, mit 35 in deinem Fall. Wie bist du damit umgegangen? War das ein herber Knacks? Ja, das ist ein totaler Einschnitt in das Leben. Also ich habe Spieler gesehen, die immer im Fokus der Medien waren, immer in erster Linie. Und dann plötzlich als junge Menschen, mit 35 ist man ja nicht alt, plötzlich hat sich niemand mehr für sie interessiert und sind viele dann in Depressionen verfallen, wussten nichts mehr mit ihrer Freizeit anzufangen, haben sich nichts aufgebaut in der Karriere. Und deswegen würde ich unbedingt jeden raten, der an die 30 ist, dass er sich umschaut. Denn dann kann er vielleicht noch von vielen Werbepartnern, Sponsoren und etc. was haben, kann sich schon ein Standbein aufbauen. Aber ohne Fundament dann im freien Fall die Karriere zu beenden, ist wahnsinnig risikoreich. Christine Kaufmann, Ihre Kollegin Iris Berben, hat kürzlich in einem Interview gesagt, es ist nicht das Alter, es ist nicht die Zahl, sondern es ist irgendwie die Tatsache, dass halt die Zukunft kürzer ist als die Vergangenheit, die man erlebt hat. Belasten Sie solche Gedanken? Nein, überhaupt nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe ja mit 9 angefangen zu arbeiten und ich hatte die erste Alterskrise mit 11, weil ich über Nacht riesige Brüste bekommen habe und ich wurde so wahnsinnig abgelehnt von der Umwelt. Jetzt hat sie Brüste, jetzt kann man sie nicht mehr als Kind verkaufen. Und das war für mich sehr interessant. Ich habe mir nämlich gedacht, etwas, was wahrscheinlich auch vielleicht bei Ihnen, also Ihre Arbeit, ich habe mir gedacht, fuck you. Wirklich gesagt, ich werde nicht mein Leben danach richten, ob ich für euch verkäuflich bin oder nicht, sondern ich habe ganz genau mein Leben, mein Sein, meine Lebenswerte und Erfahrung für mich behalten und habe sie gelebt. Und das, was verkäuflich war oder das, was andere Leute gut oder schlecht fanden, das ist parallel gelaufen. Deswegen habe ich für mich auch immer ein sehr reiches und interessantes Leben gehabt. Und ich denke,
dass die, ich meine, bei Iris Berben, das ist ja Schauspielerin, ich mache ja noch viele andere Sachen, ich bin ja Erfinderin, ich habe ein technisches Erfinderpatent nur nebenbei erwähnt, also und ich habe Kinder, Enkelkinder, einen Urenkel jetzt in der Zwischenzeit, mein Leben war immer sehr gefüllt von aber der Wirklichkeit. Aber die Tatsache, dass die Zukunft kürzer ist als die Vergangenheit, trifft wohl auch. Das ist sehr relativ, also ich würde sagen, Zeit ist relativ, es zählt immer nur der Augenblick und es kommt immer darauf an, ich habe das Gefühl, was Sie auch gesagt haben, umso älter ich werde, umso mehr und intensiver lebe ich die Gegenwart und auf merkwürdige Art und Weise jünger. Sicherlich knirschen meine Knie mehr als mit 18, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Gefühl der Jugendlichkeit im Älterwerden stärker werden kann, wenn man es zulässt, wenn man den Mut hat, auch sich jung zu fühlen. Sagt auch die Altersforschung übrigens. Es gibt eine Tendenz, dass die Sorgen und Nöte und dieses ewige Jammern auch mit dem Alter abnimmt. Also wir sind quasi als Menschen auch anpassungsfähig an höheres Alter. Und dann ist natürlich nochmal die andere Frage, was für einen Zukunftsbegriff hat man denn? Also ich als Zukunftsforscher sage immer, mich wird oft gefragt, was ist 2020? Und das ist ja gerade schon gestern für mich. Ja? Also 2500, 2100, also wenn man in anderen Dimensionen denkt, man muss nicht religiös sein, um, glaube ich, auch was Überzeitliches zu haben. Oh, also man kann sich auch als Teil eines größeren Prozesses sehen, zu dem man beiträgt. Sagen Sie das mal den Politikern. Wieso? Die verstehen doch sowieso nichts. Da geht doch sozusagen bis zur nächsten Wahl. Das ist der Horizont. Also die klugen Politiker, die ich kenne, die sehen das anders. Die sehen auch ihren Beitrag unabhängig von ihrem Amt. Also ich glaube, dass in allen... Also bitte nur eins, nicht immer das Politiker-Bashing. Das ist ja auch immer in Österreich sehr modern. Das ist ein Berufsstand wie jeder andere. Da gibt es die unterschiedlichsten Formen und Farben. Also hier geht es ja um Zukunft. Und ich glaube wirklich, das ist auch sowas wie Achtsamkeit. Und das ist, glaube ich, der Begriff unserer Zeit. Das ist etwas, was ganz viele Menschen jetzt wollen, gerade weil wir so überdigitalisiert sind. Ja, also Herr Polster hat es ja gesagt, mit diesem ewigen Erreichbarsein und diesem ewigen Vernetzen. Und jetzt kommt eine neue Zeit. Wir nennen das auch die digitale Revision, wo die Menschen wieder anfangen, sich ins Gesicht zu blicken und zu fragen, wo bin ich, wo stehe ich im Leben? Und das finde ich spannend, weil jeder Trend hat mal einen Zenit. Ja? Und irgendwann ist das Handy ausgereizt. Welche Bedeutung hat für diesen Blick trotzdem auch der Blick in die Vergangenheit? Also gerade wenn man jetzt auch für die Frau Kaufmann auf ein so reiches Leben zurückblickt, mit so wahnsinnig tollen Erfahrungen, ist dieser Blick dann nicht auch eine wichtige Stütze für... Ja, natürlich. Aber die Frage ist ja, ob man das nostalgisch im Sinne von Verlust und oder ach, wie kreativ. Schön war es damals und es wird nie wiederkommen oder ob mich das quasi auch erfüllt... Als in der Gegenwart und in meiner Mission. Also wenn ich meine Geschichte einigermaßen verstehe, wie ich zu dem geworden bin und wie ich auch Entscheidungen im Leben gesetzt habe, wo ich manchmal auf die Nase gefallen ist. Also wir sagen immer, schöner Scheitern gehört zum Leben. Scheitern kann jeder, aber schöner Scheitern, also klüger Scheitern, das ist, glaube ich, der Punkt. Nicht? Also wenn Sie eine Ehe in den Sand setzen, wenn Sie eine Trennung erleben, dann können Sie dadurch noch dümmer werden, ja, beziehungsmäßig. Oder Sie machen, man befreundet oder, sich, was oder ich immer sehr schön. Oder Sie lernen was draus, genau. Oder Sie entwickeln daraus was auch für die nächste Beziehung. Ja. Toni, bist du schöner gescheitert in deinem Leben? Die Male, wo du gescheitert bist. Ja, hast du in diesem Sinn was draus gelernt, was für dich auch ein Gewinn oder eine Bereicherung deines Lebens war? Ich glaube, dass ich aus den Niederlagen viel mehr gelernt habe als aus den Triumphen. Ja. Das sicher, aber wenn man scheitert oder Niederlagen erleidet und man lernt daraus, glaube ich, kann dir das ja viel helfen für die Zukunft und dich weiterbringen. Aber ob ich immer schön gescheitert bin, ich weiß es nicht. Ich habe es versucht zumindest. Gesine Kaufmann, lassen Sie uns trotzdem noch mal ganz kurz in die Vergangenheit schauen, ganz in diesem Sinn. Ich möchte bitte sagen, dass ich auf keinen Fall, ich bin nicht nostalgisch, was die Vergangenheit angeht. Ja, aber trotzdem. Also nur um das noch mal, damit Sie wissen, lassen ich habe da nichts mehr Zeitraffer zu tun. Lassen Sie uns im Zeitraffer diese Karriere ganz kurz Revue passieren. Jünger kann man wohl nicht beginnen, mit 7 Jahren. Doch, Shirley Temple. Shirley Temple, ja, stimmt. Mit 7 begonnen, im Weißen Rössel, dann eben 2 Jahre später das bekannte Rosenresel und dann mit 16 den Golden Globe. Also man muss sich vorstellen, mit 16, da ist man ja schon irgendwie gerade nicht mehr oder schon noch Ich habe bis zur letzten Sekunde gehofft, dass ich ihn nicht gewinne, wie übrigens viele Leute die Preise bekommen, weil sie immer denken, sie stolpern, das ist ja auch letztes Jahr passiert. Ja. Also Preise... Heuer wieder. Ist wieder heuer, aber die ist ja wieder, so süß, ja. Ich glaube, dass ich
wie gesagt, ich glaube, dass all das Ruhm sehr gefährlich ist, wenn es das Einzige ist, was man in seinem Leben wahrnimmt und woran man sich orientiert. Ich finde gerade die Geschichten, wo kein Mensch an mehr will, in meinem Fall, weil ich Brüste hatte und so weiter, das sind wichtige Erfahrungen, weil sie einen wirklich als Person formen können. Und ich denke, dass man immer die Chance hat, ich finde Probleme immer wie ein Wind unter den Segeln. Ich denke, wenn ich dieses Problem löse, dann komme ich weiter. Das ist alles, ich sage nicht, dass sie alle schön sind. Manche Probleme kann man auch nicht lösen. Aber dass alle Erfahrungen die Chance haben, einen zum Wachsen zu bringen. Mhm. Das finde ich ganz toll. Wenn Sie jetzt, so wie gerade jetzt, die Oscar-Verleihung anschauen oder Golden Globe-Verleihung. Ich habe keinen Fernseher. Ah, verstehe. Das heißt, das ist kein Thema zu sagen, das wäre eine Option gewesen. Nein, das hätte... er hat etwas Tolles gesagt, dass die Leute sich für ihr Leben mehr interessieren als die Oscar-Verleihung. Das ist ja wirklich wurscht im Grunde genommen. Also wichtig ist, ob man sich entwickelt, ob man gute Beziehungen hat und so weiter. Aber aus Ihren Worten schließe ich, dass Sie es damals eigentlich schon sehr bewusst und reflektieren gesehen, jedenfalls klingt das so, und eigentlich abgelehnt haben. Nicht abgelehnt, sondern ich muss ja nicht ablehnen oder annehmen. Es ist einfach, ich habe, nachdem ich diesen Preis da gewonnen habe oder so, geheiratet und Kinder gekriegt. Ich wollte wissen, wie die Wirklichkeit ist, weil ich immer vor der Kamera gelebt habe. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Man muss natürlich sagen, auch in Beverly Hills und so eine Art Schloss, Kinder kriegen mit Nanny und so weiter. Ich habe das dann später anders erlebt und fand aber die Wirklichkeit ohne so viel Geld besser, muss ich zugeben. Mit 18 Tony Curtis geheiratet, mit dem Sie uns angesprochen, zwei Kinder hatten. Das heißt, die Ingredienzien wären da gewesen für eine Hollywood-Karriere. Sie waren schön, Sie hatten den Golden Globe, Sie hatten einen Superstar als Mann. Warum sind Sie nicht dort geblieben? Aber wenn man sich Hollywood anschaut, also das ist ja ein sehr seltsames Pflaster mit einer, also es gibt in Hollywood einen Satz, den habe ich ganz am Anfang gehört, als ich 18 oder 19 war, habe ich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Und sagt, happiness is being successful and having a best friend who's a failure. Das heißt, Glück bedeutet, erfolgreich zu sein und einen besten Freund zu haben, der ein Verlierer ist. Und das ist ein Satz dort und ich habe mir gedacht, wie sind die denn drauf, ja? Weil das ist eigentlich so unmenschlich, es ist so unangenehm als Gedanke, dass man einen Verlierer braucht, um sich gut zu fühlen. De facto ist es aber so, wenn man sich verliert in diesem Rausch der Aufmerksamkeit, dann kann viel verloren gehen und das ist sehr gefährlich. Wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken, wir haben gerade vom schönen Scheitern gesprochen, 5 Jahre hat die Ehe gehalten, waren Sie zu jung für diese Lebensentscheidung? War es einfach der falsche Mann, der falsche Ort? Ich glaube, ich bin nicht ehetauglich. Ich habe es ja noch ein paar Mal probiert. Das heißt, aber ich bin beziehungstauglich insofern, ich habe Freundschaften. Yeah. Ehe ist auch was sehr Spezielles, sollte man auch nicht jedem anraten, finde ich. Danke. Ja. Gut, das können wir dann vielleicht gleich noch vertiefen. Sie können aus Ihrem reichen Erfahrungsschatz erzählen zu diesem Thema als Zukunftsforscher freilich. Christine Kaufmann, Sie haben dann mit den besten und berühmtesten Regisseuren in Deutschland auch gearbeitet. Jetzt sieht man Sie in Filmen nicht mehr. Überhaupt kein Interesse oder weil es einfach die Rollen nicht gibt? Nein, ich glaube, ich werde wieder Theater spielen. Das ist eigentlich das, was ich am liebsten habe. Und das werde ich auch in diesem Jahr machen. Also ich bin ausgebucht bis 2016. Also ich freue mich sehr auf Theater. Ich spiele sehr, sehr viel lieber Theater als Filme. Da kommt es drauf an, auf die Rollen. Die meisten Sachen werden von anderen Leuten gespielt. Aber ich muss sagen, dass ich das in Ordnung finde. Also ich freue mich aufs Theaterspielen. Es ist eine ganz andere Art von Arbeit. Man hat mit ganz anderen Kollegen zu tun. Und das ist wie ein Neubeginn. Da freue ich mich drauf. Heute sind Sie Unternehmerin, Sie haben es angesprochen, Sie haben ein technisches Patent, Sie sind in der Kosmetikbranche. Spielt in gewisser Weise auch Ihre Prägung Ihrer Mutter durch? Also die war Französin und war Maskenbildnerin. Ja, aber ich komme aus einer Familie von Gynäkologinnen. Warum das jetzt mit Kosmetik? Egal, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass ich als Kind, ich bin ja so bei Kriegsende geboren und meine Großmutter hat mich angeschaut. Sagt, du brauchst mehr Leber auf Französisch natürlich. Das heißt, ich wusste genau, dass Nahrung eine große Rolle spielt fürs Aussehen, für die Gesundheit, für die Vitalität. Und daraus hat sich meine Kosmetik oder Nahrungsergänzung entwickelt. Ich mache ja kein Teleshopping mehr, das geht also nur übers Internet und Vorträge und so. Also das ist sicherlich ein Teil, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich glaube,
jeder kann, wenn er es richtig macht, einfach sein Leben lang, zum Beispiel könnte er mein Sohn sein. Aber ich wirke doch relativ vital neben ihm, oder? Aber meine Schwester. Aber Sie kennen ja seinen Vater gar nicht. Also könnte er doch nicht, könnte er doch nicht meine der Sohn sein. Große Tochter wird gerade 50. Also deswegen, ich finde es immer toll. Ich sage, ah, so viel habe ich schon erreicht. Ihre Tochter Allegra hat mal gesagt, meine Mutter ist deswegen so schön, weil sie innerlich schön ist. Sie ist ein Mensch voller Liebe. Da muss sie aber einen guten Tag gehabt haben. Und innerer Schönheit. Also es wundert mich jetzt. Ein schönes Kompliment. Ist es schon alt? Ja, also wir haben eine sehr bewegte Beziehung. Mhm. Mich wundert es. Also ich bin eigentlich, das wird ja auch so abstrahiert alles. Mhm. Ich glaube schon, dass wenn man sich gut fühlt, dass man dann attraktiv ist. Also ich glaube, dass das andere Begriffe sind, die mir mehr sagen als Schönheit, was ein bisschen fad geworden ist in der Zwischenzeit. Es wird so viel schön genannt, was mir so leblos scheint. Woher rührt das ambivalente Verhältnis zu Ihren Töchtern? Gibt es Töchter, die ihre Mütter immer mögen? Nein, ich glaube nicht, oder? Bei Ihnen schon? Ich frage jetzt nur zurück, weil... Ja? Ja? Die war aber nicht Schauspielerin. Oder? Ich habe immer gedacht, dass meine Kinder mich nicht mit dem Kissen erstickt haben. Es wundert mich, weil immer bin ich gesagt, das ist deine Mutter, sieht aus wie deine Schwester. Puh, sofort eins in die Fresse, wirklich. Ich finde es so, ich stelle mir das hochkompliziert vor. Auf der anderen Seite muss ich ja irgendwie auf mich achten, damit ich Geld verdiene. Also ich bin so weit es geht, weil ich bin vor allen Dingen eine gute Großmutter. Mhm. Bei der Mutter weiß ich nicht so. Schöner gescheitert als Mutter? Nein, kann man auch nicht sagen. Ja, doch. Sie haben ja die Kinder damals dann bei Tony Curtis in Amerika gelassen. Nein, er hat sie mir gestohlen und die haben immer behauptet, ich wäre drogensüchtig. Was lustig war, weil er war drogensüchtig, aber das nur nebenbei. Ja. Also es sind halt viele Sachen passiert, aber wir haben alles überlebt. Und auf gewisse Weise wird Liebe natürlich leidenschaftlich, wenn man jemanden nicht immer sieht. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt alles kompensiert, indem ich die beste Oma der Welt bin. Mhm. Die neue Generation der Großmütter, Herr Hax, ne? Ja, also ist auch oft, kann ich mir auch gut vorstellen. Meine Söhne werden jetzt gerade erwachsen und ich kann mir auch vorstellen, es wird einfacher mit der nächsten Generation dann wieder. Mhm. Was träumen Sie denn von der Zukunft, wo Sie gerade so viel mit den Enkeln beschäftigt sind? Ein Haus mit Garten. Ein Haus mit Garten. Am Meer? Oder? Nein. Ich liebe Hügel und grün soll es sein im Sommer. Mhm. Herr Hax, was träumen Sie denn von der Zukunft? Oder sind das Albträume? Ja, nun, das gehört mir zu meinem Beruf. Nicht? Das, auch das Träumen von der Zukunft? Auch das Träumen, auch das Visionieren, das sich vorstellen. Aber interessant ist, also ich darf es mal hier verraten, Zukunftsforschung ist eigentlich nur ein Trick, über die Gegenwart nachzudenken. Mhm. Weil natürlich vieles an der Zukunft können wir gar nicht voraussagen. Übrigens vieles schon. Man kann zum Beispiel sehr präzise diagnostizieren, ob eine Ehe halten wird oder nicht. Dafür gibt es heute Testmethoden, psychologische Testmethoden. Was sind ein paar Ingredienzien? Sie müssen zum Beispiel messen, was sind die emotionalen Übertragungen zwischen einem Paar. Es gibt ein Paar in Amerika, die Gottmans, die machen das seit 25 Jahren und die haben eine Trefferquote, glaube ich, von 90% in der Eheprognose. Ja. Also da gehen sie hin, werden in einen Raum gesetzt und dann werden sie aufgefordert, einfach ein Gespräch über den Hund oder die Kinder oder den Urlaub zu machen. Mhm. Und dann wird es von 4 Kameras aufgenommen und exakt die Emotionen werden gemessen. Mhm. Ja? Und da gibt es eine ganz negative Emotion, die heißt Verachtung. Mhm. Und die kann man nicht verbergen, weil dann rollt man die Augen. Kennen Sie das? Wenn die, also, er wird es nie lernen, er wird es nie verstehen. Wenn Sie da einen größeren Wert davon haben, dann ist die Ehe nicht zu retten. Ja. Und das kann man mit 90%iger Sicherheit feststellen. Toll. Nur die Gottmans haben keine Kunden. Mhm. Ja, also das, was wir so über genau Zukunft... So genau will es keiner wissen. Es sind Zukunft, Scheidungsanwälte, die passen die wahrscheinlich ab. Ja, vorher. Nee, das ist, glaube ich, gar nicht so. Aber es ist eben, was wir über Zukunft wissen wollen, können, wollen wir oft gar nicht wissen. Und Zukunft ist letztendlich eine Fantasie. Also die Menschen haben eine bestimmte Vorstellung, die stammt aus archaischen Ängsten, aus den Urzeiten. Wir sind ja eigentlich erst seit kurzem aus dem Jäger- und Sammlerstatus herausgegangen. Ja. 99% aller Menschenzeit war brutal, die Leute sind früh gestorben, es gab unentwegt Hunger, alle haben sich gegenseitig auf den Kopf gehauen. Mhm. Und wir fantasieren das natürlich immer zu weiter. Ja? Und wir sehen ja auch dann jetzt in den Krisen, dass es eigentlich so weitergeht. Und wir merken gar nicht, was sich verbessert. Mhm. Dass sich auf diesem Planeten der bittere Hunger auf dem Rückzug ist, dass wir
dass wir heute sehr, sehr viele Menschen haben, die in der Bildung sind, die aufsteigen aus der Armut im Fernen Osten. Das nehmen wir gar nicht wahr. Das heißt aber, man muss einfach den Zeitbegriff groß genug und weit genug fassen. Man muss verstehen, in welchen Prozessen wir eigentlich stehen und in welchem historischen Punkt. Und das ist letztendlich mein Job, das zu versuchen. Also tatsächlich so etwas wie ein, kann man Wandel beschreiben und wo wird er sehr wahrscheinlich in die Zukunft hinführen? Und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, quasi das in der Gegenwart zu leben. Ich wohne ja hier am Stadtrand von Wien in einem quasi Experimentalhaus, das Future Evolution House, wo wir dann eben experimentieren mit Technologie, meistens übrigens damit, die Technologie wegzuschmeißen, weil sie meistens unsinnig ist. Mit Garten übrigens, also auch ein bestimmtes Konzept von Urban Gardening haben wir da entwickelt. Das heißt, also die Zukunft reicht auch ein Stück weit in die Gegenwart. Sie muss nicht immer nur in abstrakten Träumen bestehen. Übermorgen ist der Weltfrauentag. Für viele ist das immer noch ein wichtiger Tag. Andere, darunter auch Politikerinnen oder auch viele Frauen in Führungspositionen, wollen den gar nicht gefeiert wissen. Die EU-Kommissarin Viviane Reding hat einmal gesagt, solange wir einen Frauentag feiern müssen, bedeutet das, dass wir keine Gleichberechtigung haben. Das Ziel ist Gleichberechtigung, damit wir solche Tage einfach nicht mehr brauchen. Was meinen Sie, Herr Hax? Ja, das finde ich auch schon ein bisschen komisch. Ja, da könnten wir ja alle möglichen Tage noch feiern. Männertage gibt es ja auch, so komische Rituale, wo dann die Männer sich auf Karren setzen und ins Grüne fahren und sich betrinken, was sie sowieso öfters mal tun. Sie meinen Rosenmontag. Ja, nein, da gibt's ja alle möglichen, also das hat schon ein bisschen seinen Wert verloren. Es ist nur wirklich erstaunlich, es funktioniert in den Medien immer noch. Also ich habe jetzt mal die Medien gerade so mir angeschaut, es kommen jetzt wieder ganz viele Frauenthemen mit sehr widersprüchlichen Messages, also die Frauenemanzipation ist zurückgegangen oder sie hat eigentlich gewonnen. Wir beschäftigen uns jetzt seit 25 Jahren mit dem Megatrend Frauen, also mit der Frage, wie sich das verändert. Und was lässt Sie glauben, dass die Zukunft weiblicher wird? Ja, wir können es einfach messen. Wir können jedes Jahr messen, wie es den Frauen quasi auf der Welt auch geht. Und da sind die Schlüsselfaktoren die Bildung. Also Sie können einfach sehen, dass in Österreich, in Deutschland vor 50 Jahren hatten wir in einer Matura-Klasse 70% Jungs und 30% Mädchen. Heute sind es schon 55% Mädchen mit deutlich besseren Noten. Mhm. Und das hat natürlich auf Dauer massive Auswirkungen. Es verändert sich langsam was in der Gesellschaft, also in Österreich und Deutschland nicht so schnell wie in Skandinavien oder in anderen Ländern. Aber man kann das sehen. Es gibt so eine Grundregel für Megatrends, also für diese großen langfristigen Trends, auf die man sich verlassen kann. Das ist 1% pro Jahr. Also 1% pro Jahr steigt das Fraueneinkommen im Verhältnis zu den Männern. Und jetzt kann man sagen, das ist ja ganz wenig, 1%. Ja, aber rechnen Sie mal auf 20, 30, 40 Jahre. Wir können heute davon ausgehen, 45% aller Frauen in Deutschland können sich heute, habe ich gerade heute Morgen gelesen, können sich selbst ernähren, haben ein eigenes Einkommen. Es waren noch 32 vor 20 Jahren. Also das sind kleine Schritte. Aber in der Summe können Sie natürlich sehen, da gibt es dann sogenannte Tipping Points, wo sich die Anzahl der Frauen, die eben auch beruflich sich sehen und einen Ehrgeiz entwickeln, deutlich den der Hausfrauen übersteigt. Und das sind so wie ein Puzzlespiel. Das können Sie überall auf der Welt verfolgen. Sie können sogar in Afrika sehen, wie sich da die Rolle der Frauen verändert, zumindest in den meisten Ländern. Das heißt, der Kampf hat sich gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Also auch zum Glück von Männern. Also ich selber, ich bin ja so oft in der Wirtschaft unterwegs. Ich reise durch die Welt und habe 100 Veranstaltungen in großen Unternehmen pro Jahr. Und dann, wenn ich da auf diese Männerriegen treffe, ja, die dann alle, das ist so langweilig. Also ich schreibe schon in meine Vortragsverträge schreibe ich jetzt ran eine Frauenquote. Weil es ist einfach für Männer doch öde, auch nur in männlichen Umgebungen treffen unterwegs Sie nicht zu sein. Also bei Fußballern ist das manchmal notwendig. Aber treffen Sie nicht auch viele Frauen an, die einfach schlapp da niederliegen und sagen, der Kampf hat ganz viel Kraft gekostet und die jetzt auch eine gewisse Müdigkeit zeigen, was das betrifft? Oh ja, natürlich. Also ich treffe auch viele Frauen, die sagen, dieses Männerspiel, was wir eigentlich immer machen sollten, nämlich auch Karriere machen, ist es gar nicht wert. Also da gibt es gerade in Frankreich eine große Debatte, wo man sehen kann, was passiert, wenn der Staat und wenn die Systeme sich so verändern, dass die Frauen mit Kindern Karriere machen, aber die Männer ändern sich nicht. Das heißt, die Karrierefrauen dort machen auch noch den Haushalt und die Männer sind eigentlich so, sagen, ja wunderbar, wir müssen nicht alles Geld verdienen. Genau. Super, ja? Ja, genau. Kann man gut verstehen, ja? Und dann gibt es da eine Bewegung, wo die sagen, wir wollen wieder mehr Zeit mit unseren Kindern und so weiter. Aber es gibt eben auch eine Bewegung, die ist halt nicht richtig sichtbar. Von Männern, die sagen, also ich habe meine Kinder, ich habe deutlich kürzer getreten, als die auf die Welt kamen, weil ich die auch erleben wollte. Mhm.
Und ich meine, das ist nicht organisiert und das ist nicht so sichtbar, aber ich glaube, dass heute auch in den Unternehmen mehr Männer, und dann wird's nämlich, dann kommt dieser Kipppoint, wenn die Männer anfangen zu sagen, ich mache nicht mehr unter allen Bedingungen Karriere, ich habe keine Lust auf 12 Stunden am Tag, ich bin auch gar nicht leistungsfähig 12 Stunden am Tag, weil da wird mir ja verrückt. Ich will, brauche eine, wie sagt man so schön, Work-Life-Balance. Und das ist in der Tat auch bei den österreichischen Männern langsam der Fall, wobei das unheimlich mühsam ist. Also wir haben immer noch Mismatching. Wir haben immer noch, ich sage mal, 60% konservative Männer. Das passt nicht zusammen, aber die finden dann oft auch keine Frauen mehr. Christine Kaufmann, wo stehen Sie? Sie haben sich mal nach 4 Ehen, leben Sie jetzt alleine, als übel, auf übelste Art und Weise emanzipiert, ja, haben Sie sich genannt. Ja, was heißt denn das genau? Das heißt, dass ich mich nicht hingeben kann. Also das, ich meine jetzt nicht sexuell, sondern so, also sich unterwerfen oder so. Ich komme aber aus einer Familie, wo das niemand, die Frauen haben das nie gemacht. Also ich habe das nie gesehen oder so. Also ich denke, dass das schon ein Unterschied ist. Also Frau Schrenke, welche Rolle spielt das noch für Sie und Ihre Generation, wo Sie in eine Männerdomäne eingedrungen sind, als Motocross-Fahrerin quer durch die Wüste? Da staunen viele Männer staunend und träumend auf das, was sie tun. Was können Sie mit einem Begriff wie Emanzipation anfangen? Also ich finde jetzt, das Rennen selber, das ist jetzt nicht mehr unbedingt eine Männerdomäne. Mhm. Die Männer fühlen sich vielleicht zu eher hingezogen wie die Frauen, weil es halt doch riskant ist und extrem viel Gefahr auch dabei ist. Und dieses Gegeneinander, ein bisschen sich gegeneinander matchen, da fühlen sich vielleicht Männer eher hingezogen wie Frauen. Aber man merkt schon im Sport jetzt, dass immer mehr Frauen und immer mehr Mädels auch mit dem Sport anfangen, weil es halt das Interesse da ist. Und natürlich, also ich find's super. Toni, wenn du zurückblickst, also in deinem Bereich jetzt Frauenfußball auf hohem Niveau, gab es ungefähr so auch, wie du deine Hochblüte hast als aktiver Sportler. Also 1991 fand die erste Frauenfußball-WM in China statt, seit 1996 ist es Teil des olympischen Programms. Jetzt ganz ehrlich, was hast du dir damals gedacht, wie die Frauen begonnen haben, Fußball zu spielen? Was waren da so die Kommentare in der Kabine? Ja, im Prinzip war es für mich logisch, dass auch die Frauen natürlich Fußball spielen wollen und das auch werden. Ich halte es nur, ich halte Fußball nicht für die richtige Sportart für Frauen. Das ist, da muss man doch den Ball auch mit der Brust stoppen öfters, dann sind harte Zweikämpfe, Kopfbälle. Also ich glaube, es gibt idealere Sportarten für Frauen als Fußball. Aber es soll jeder das machen, was ihm Spaß macht. Also du sorgst dich physiologisch gesehen. Aber ich bin nicht dagegen. Es hat ja mal der FIFA-Präsident Sepp Blatter gesagt, sie sollten sich weiblicher kleiden am Rasen. Also mit Stöckeln schon. Ja. Sozusagen, da kann man dann schon auch die Macho-Sprüche loslassen, oder? Ja, natürlich. Das bleibt ja nicht aus, die Macho-Sprüche. Aber mittlerweile, glaube ich, hat sich der Frauenfußball sehr, sehr gut entwickelt. Wir sind gerade in Deutschland, haben sie wunderbare Titel schon geholt, von der Weltmeisterschaft über Olympiasieg und so weiter. Empfindest du, dass das Kolleginnen von dir sind? Vorsicht! Nein, nicht wirklich, weil der Männerfußball halt nicht mit dem Frauenfußball zu vergleichen ist. Mhm. Von der Intensität her, von der Kraft, von der Power, vom Tempo her, aber da ist, glaube ich, noch ein anderer Aspekt logisch, dabei, den er anspricht. Das hat mein Freund auf diesen Bildern auch wieder gesehen. Männerfußball hat auch noch eine andere Funktion, das ist nämlich ein Kriegsersatz. Mhm. Ja, wenn man das sieht, das sind natürlich, also ich habe immer das Gefühl, wenn 2 Dinge passieren, dann kann es uns ganz übel gehen. Nämlich wenn eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen entsteht und wenn Fußball nicht mehr funktionieren würde. Weil da gehen so viele Aggressionen rein, stellvertretend, wenn man so ein Stadion mal sieht. Ja? Und das ist natürlich eine Uraggressionsform, die auch, muss man sagen, die ist schon männlich geprägt. Das ist schon wahr. Ja? Also nicht, dass Frauen sich nicht fetzen und streiten und sogar boxen und können. Und nicht ekelhaft sagen. Aber diese quasi symbolhafte Aggressionsvernichtung, die dann auch dazu führt, dass Leute sich entspannen. Ja? Nach dem Stadionbesuch und wir haben entweder verloren oder gewonnen. Das ist eine Hygienefunktion innerhalb der Gesellschaft. Ja. Dina Schrenk, nehmen Sie uns mit auf Ihre Reise. Sie haben gesagt, es sind schon noch mehr Männer, die sich einfach hingezogen fühlen. Hat auch jetzt, wie beim Fußball, wie du gerade gesagt hast, natürlich auch ganz praktische körperliche Gründe. 180 Kilogramm voll getankt, wiegt so eine Enduro-Yamaha-Maschine, mit der Sie unterwegs sind. 6.000 Kilometer
Kilometer durch die Wüste. Also das sind extreme körperliche, aber natürlich auch mentale Herausforderungen, die man da in Angriff nimmt. Warum haben Sie sich hingezogen gefühlt zu diesem Sport? Wie kam es? Naja, ich muss ehrlich sagen, ich war immer schon eher auf der Action-Schiene. Also mir hat es immer mehr Spaß gemacht. Jetzt, sicherlich habe ich auch mit Puppen gespielt, aber irgendwie so actionreicher Sport, das war für mich immer interessanter wie jetzt Ballett oder so noch. Man muss auch sagen, also diese Wahnsinns-Rallye und das Afrika-Race ist ja so das Traumland für alle Motorfreaks. Das war Ihre erste Rallye. Genau, ja. Warum haben Sie sich denn gerade so ein schweres Rennen als Premiere ausgesucht? Naja, prinzipiell habe ich mir diese Rallye nicht selber ausgesucht. Ich habe ein Casting gewonnen und ja, da war das von Anfang an klar, dass es dieses Rennen sein wird. Und es war ja auch nicht wirklich viel Vorbereitungszeit, es war ja nur ein halbes Jahr. Und deshalb habe ich mich halt trotzdem entschlossen, ich möchte dieses Abenteuer starten und ich möchte dabei sein. Und Sie haben es auch absolviert, Sie sind gut angekommen, anders als jetzt. Sie sind mit Krücken zu uns ins Studio gekommen, frisch operierter Fuß, es ist passiert beim Motocrossfahren, genau, aber nicht beim Afrika-Race. Sind das Gefahren, die einfach dabei sind? Mit denen muss man leben können. Also die Gefahr ist immer da, aber ich sehe es jetzt einmal so, es ist ja nicht nur der Sport gefährlich, sondern beim Skifahren bin ich genauso schon gestürzt und habe mir das Knie verletzt. Von daher, ja, sicherlich, man geht das Risiko ein, aber man ist sich dem Risiko auch bewusst. Wenn deine Tochter Toni sagen würde, Paris-Dakar, Papa, würde ich gern fahren. Was würdest du ihr sagen, Schätzchen? Besser Sydney-Rom, Paris-Dakar. Ja, man kann die Jugend ja sowieso nicht aufhalten. Also, die Erfahrungen müssen sie ja alle machen. Man will sie immer als Eltern natürlich bewahren. Und erzählt ihnen 17 Mal, nimm dein Getränk mit und lass es nicht unbeaufsichtigt stehen oder pass auf, wenn du über die Straße gehst. Und sie werden es dann genauso machen mit ihren Kindern und werden es dann verstehen, wenn sie Kinder haben. Genau. Oder? Wenn man die Fotos und die Bilder sieht von dieser Rallye, 6000 Kilometer, und da stehen sie fast durchgehend in den Pedalen. Wie hält man das aus, auch allein von der Stellung? Da denkt man gar nicht drüber nach. Also man fährt einfach und irgendwie die Stunden vergehen halt dann und die Kilometer fährt man und irgendwie, ja, man merkt kann es man nicht so. Na, sicher kann man sitzen, aber natürlich, wenn ein Stein kommt, ist halt dann unangenehm. Gab es denn brenzlige Situationen? Also es gibt eine Ausfallrate von 50%, das heißt, nur jeder Zweite, der da an den Start gegangen ist, ist auch im Ziel angekommen. Ja, für die Motorradfahrer sind dieses Mal deutlich mehr durchkommen. Aber natürlich, es passiert was. Also der Vorjahressieger ist zum Beispiel ausgefallen, weil er eine gebrochene Rippe gehabt hat. Und es haben sie doch einige verletzt. Und ja, Stürze passieren halt dort. Also man ist ja hunderte Kilometer pro Tag unterwegs, stundenlang. Und die Konzentration kann einfach nicht immer hundertprozentig da sein. Weil dann schaut man mal herum und denkt sich, boah, schaut das da toll aus und man fährt schon über den nächsten Stein. Also da muss man halt echt extrem aufpassen. Das heißt, man nimmt jetzt nicht nur den Staub vom Vordermann in dem Fall auf, sondern man kann tatsächlich auch ein bisschen die Landschaft anschauen, weiß ich nicht, Nomaden sehen, spannende Tiere. Tiere habe ich eigentlich weniger gesehen. Also Skorpione vielleicht habe ich gesehen, Geckos oder Eidechsen, so ein bisschen herumhuschen und Vögel, aber das war es von den Tiere her. Aber natürlich, ich habe halt schon geschaut, weil es ja meine erste Rallye ist, ich wollte jetzt da nicht vorne dabei sein, weil man muss sich halt realistische Ziele auch stecken. Und ich habe halt gedacht, mein Ziel ist es anzukommen. Und ja, von daher, ich wollte halt verletzungsfrei auch vor allem durchkommen. Und da muss man halt dann schon aufpassen, dann drosselt man selber das Tempo wieder ein bisschen runter, weil man merkt, man ist jetzt schon über ein Hunderter im Gelände und die Steine, die kommen einfach und die sieht man nicht schon von Weitem, sondern die sind halt dann plötzlich da oder Löcher oder kleine Hügel. War Ihr Freund mit dabei? Nein, der war nicht mit. Ist er auch Motorfreak oder wie steht er zu diesem Hobby, das es ja doch noch ist? Ja, durch ihn habe ich das Motocrossfahren erst angefangen. Der ist voll dabei, ja. Und dann hat er sie im Stich gelassen in der Wüste? Nein, er hat mich nicht im Stich gelassen, er hat mich darauf hin trainiert eigentlich. Von daher ist es eine tolle Sache, dass er mich überhaupt so weit gebracht hat.
Wie schwierig, also letztes Jahr waren ja Tobias Moretti und Gregor Bloeb, die beiden Schauspielerbrüder, mit dabei, und die haben mir wirklich erzählt nachher, dass sie absolut körperlich und mental an ihre Grenzen und darüber hinaus gekommen sind. Es sind ja sehr unterschiedliche Temperaturen, in der Nacht sehr kalt, brütende Hitze dann untertags. Man hat ja jetzt hygienisch, sage ich einmal, da jetzt nicht wirklich eine Infrastruktur, das heißt, es gibt irgendwie so Stehklos, kaum Dusche oder wenn, dann halt das Notdürftigste. Wie sind Sie mit diesen Herausforderungen umgegangen? Ich muss mal sagen, ich bin recht abgehärtet von den Musikfestivals. Da sind die hygienischen Bedingungen auch nicht die besten. Von daher, ja, das muss man in Kauf nehmen. Das ist halt einfach dazu. Das kann man nicht ändern. Und Prinzessin bin ich dann auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt mein eigenes Badezimmer dort brauche. Da nimmt man halt das, was man bekommt. Das Umfeld, egal ob es die anderen Fahrer sind oder das Team, sind fast ausschließlich Männer. Wie wurde da auf Sie geblickt? Was für Reaktionen haben Sie da erlebt? Ganz unterschiedlich. Also eigentlich so vom Großteil, sage ich jetzt einmal, sehr gut aufgenommen und auch total unterstützt worden von den Männern. Und natürlich, die sagen auch, es ist Wahnsinn, dass ich mir das traue. Aber natürlich, sicherlich gibt es auch Kritiker, die sagen, ja, das ist kein Mädchensport und da haben Frauen nichts verloren. Aber die gibt es eigentlich eh überall, oder, die Kritiker. Wie sieht das dann Ihr direktes Umfeld, also Eltern, Freundeskreis? Naja, die Eltern, muss ich jetzt sagen, ganz am Anfang waren sie nicht so begeistert von der Geschichte, aber das ist halt einfach der Elternschutz. Und die Sorgen gemacht. Genau, ja, das ist klar. Und die Sorgen sind immer dabei bei den Eltern. Das ist schon klar. Aber ja, das Umfeld ist natürlich total begeistert und unterstützt mich halt, wo es geht. Christine Kaufmann, Sie haben ja in Marokko gelebt. Sie sind ja sehr wüstenaffin. Können Sie so eine Abenteuerlust nachvollziehen? Ich wollte gerade sagen, ich war auch in Ghana. Und in Ghana, alle schweren Sachen werden von Frauen getragen. Und überhaupt sind die Afrikanerinnen, die Männer laufen rum und schauen anderen Frauen. Also auf jeden Fall wurde mir das so erzählt. Also ich finde es sehr interessant, dass, wie sie die Sache gelöst hat, finde ich sehr weiblich. Also sie ist mit ihrer Kraft umgegangen, sie war nicht über ehrgeizig. Also ich finde es toll. Herr Ochs, wie sehen Sie eine junge Frau wie die Julia Schrenk? Ist sie fit for future? Keine Angst vor Unvorhersehbaren, keine Angst vor der Zukunft, sondern eigentlich wagemutig drauf los? Ist das so der Punkt? Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Also wenn wir es gibt, glaube ich, ein falsches Emanzipationsideal, an dem wir immer scheitern, nämlich dass Frauen so zu sein hätten wie Männer und Männer so zu sein wie Frauen. Und dann wären wir am Ende, wären wir alle ziemlich langweilig. Ich glaube, Emanzipation ist dann gelungen, wenn wir uns alle Lebenssituationen zusammenmischen können als Individuen. Wenn sie ohne Mann leben kann, wenn sie, und was ich an ihr ja viel spannender noch finde, ist, dass sie auch noch Philosophie studiert. Das ist ja quasi ein doppelter Tabubruch. Ja? Und dahin muss die Gesellschaft auf dem Weg sein, dass wir Differenz ertragen, dass wir die Unterschiede auch zwischen Männern und Frauen auch akzeptieren, ja, da wo sie da sind und wo sie bewusst geäußert sind, aber wo sie eben keine Zwangsrollen mehr sind. Also im Sinne von, du hast nur eine Lebenschance, Hausfrau, wie es halt früher war. Das ist Emanzipation und das wird immer noch verwechselt. Wir haben ja jetzt neue Kulturkämpfe teilweise. In Deutschland kommt da wieder so eine Welle auf, wo man sagt, zurück zu alten Familienidealen. Es wird an der Frage der Homosexualität dort stark aufgehängt. Aber ich glaube, wir sind mit dieser Pluralität schon ein ganzes Stück weitergekommen. Also im Grunde genommen ist Emanzipation auch Individualität und wo eben das Frausein oder das Mannsein ein wichtiger Teil sein kann. Herr Ochs hat es gerade angesprochen, Sie sind Studentin, Sie studieren Englisch, Sport, Psychologie und Philosophie, Lehramt, also wollen dann mal Lehrerin werden. Also genau, doch ein mehr oder weniger immer noch Frauenberuf dann. Aus Sicherheitsgründen oder würden Sie gern lieber den Rest Ihres Lebens durch die Wüste brettern? Nein, ich muss sagen, der Lehrerberuf hat mich deshalb interessiert, weil ich sehr gern mit Kindern arbeite. Und die Kinder sind nun mal die Zukunft. Von daher, ich denke mal, als Lehrer kann man sehr viel den Kindern auch weitergeben. Und deshalb sind mir jetzt auch die Erfahrungen, die ich jetzt mache, sehr wichtig, weil es mich auch weiterbringt in meiner eigenen Entwicklung. Und ich denke mal, es ist auch nicht uncool, wenn man jetzt eine Lehrerin hat, die schon mal so eine Rolle gekriegt hat. Ich möchte ja den Kindern auch einmal was erzählen können. Von daher, die Erfahrungen, die ich jetzt mache, die sind halt echt viel wert. Und was ist geblieben? Was war das Schönste? Was werden Sie erzählen einmal Ihren Kindern? Seien es die Schüler oder seien es die eigenen Enkel? Da gibt es so viel, was ich dort erlebt habe. Also gelernt habe ich dort echt
extrem viel, obwohl es eigentlich nur so eine kurze Zeit war. Mhm. Wir waren ja circa 14 Tage unterwegs. Und in den 14 Tagen ist so viel passiert und ich habe so viele Eindrücke erleben dürfen. Und es war einfach Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also komplett verschieden. Da hat man jetzt die wunderschöne Landschaft und dann sieht man wiederum die Armut, die dort herrscht und die Kinder, die halt dort wirklich im Müll spielen. Und von den Zeitungen, vom Fernsehen her, man weiß, dass die Leute dort arm sind. Aber wenn man es natürlich selbst sieht, sieht man das Ganze mit komplett anderen Augen und man wird selbst auch bescheiden zu Hause, wenn man dann wieder daheim ist und lernt die ganzen Sachen zu schätzen, die man eigentlich hat. Ne? Herr Rax, Ihr neues Buch trägt den Titel Zukunft wagen und das richtet sich nicht an die Politik und nicht an die Wirtschaft, sondern es geht eigentlich über unseren Umgang mit der Zukunft, wie Sie es vorher schon kurz skizziert haben. Das heißt nicht dieses im Auto sitzen, nach vorne fahren und ständig im Rückspiegel schauen. Ja, und es ist auch ein Buch vom Umgang mit der Angst, weil Angst natürlich etwas ist, was uns ungeheuer steuert und was auch Konflikte immer schlimmer macht. Nicht? Also ich glaube, dass der jetzige Konflikt auf der Krim ganz viel auch mit Angst zu tun hat, mit kollektiv gebundener Angst. Und ich glaube eben wirklich, dass diese nach innen Kehr ganz wichtig ist, damit wir verstehen, dass die Zukunft quasi nicht dazu da ist, um uns auszurotten oder uns was Böses zu wollen und dass die Welt differenziert ist, dass es eben auch unglaubliche Erfolge der Menschheit gibt. Es gibt eben auch die Armut in Afrika nach wie vor, aber auch da gibt es, wenn man weiß, dass allein sich die Einschulungsrate der afrikanischen Kinder sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt hat, das ist schon was, ja, das ist eben deutlich mehr als null. Und wenn man sich in der Welt bewegen will, muss man, glaube ich, diese Differenzierung wahrnehmen, weil wir werden natürlich auch, sorry, wir sitzen ja hier in den Medien, aber wir werden durch die Medien natürlich jeden Tag auch verunsichert, ja, weil die natürlich nur die negativen Entwicklungen rausnehmen. Aber kein Mensch kriegt mit, dass in China Hochhäuser entstanden sind, Städte entstanden sind, in denen Menschen im Wohlstand leben heute, fast schon wie wir. Und wenn man das mal vergleicht mit vor 20 Jahren, ist das natürlich ein gewaltiger Erfolg. Wir blicken ja heuer auf das Jahr 1914, 100 Jahre Erster Weltkrieg, auf eine Zeit, wo sich so vieles geändert hat, die ganze Welt geändert hat eigentlich, vollkommen unvorhersehbar. Sie haben gerade die Ängste, die heute bestehen, sei es Kriegsangst jetzt ganz konkret, die Angst vor einem Verlust der Privatsphäre im Cyberspace, vor der Überalterung, Angst vor Terrorismus international und all diese Ängste vor Klimawandel. Werden uns die in 100 Jahren, in 200 Jahren noch beschäftigen? Das Zeitenrad dreht sich ja immer schneller. Dann werden uns andere Ängste beschäftigen, weil Menschen sind Angstwesen. Aber für all das, was Sie genannt haben, gibt es natürlich auch andere Sichtweisen und andere Herangehensweisen. Die Geschichte wiederholt sich nicht. Also man kann natürlich immer Angst, es wird so wie 1913, aber so wird es nicht. Wir sind auch als Menschheit ein Stückchen mehr zusammengewachsen. Zur Alterung wurde gerade auch schon was gesagt. Wir können ja auch mal feiern, dass Menschen heute überall auf der Welt einfach 10, 20, 30 Jahre älter werden können. Mhm. Allerdings brauchen wir dafür Kulturtechniken. Das heißt, wir müssen uns selber als Menschen ändern, damit wir nicht so altern wie unsere Vorfahren, die ja das Gefühl hatten, naja, mit 50 ist das Leben vorbei. Also wir haben auch immer einen Anpassungszwang. Aber ich glaube, dieser Anpassungszwang ist eben auch das, was uns als Spezies ja auch gesund hält oder auch als Individuen gesund hält. Und wenn man sich alles einmal anschaut, und das ist ja unsere Aufgabe als Zukunftsforscher, dann ist die Welt eben nicht hoffnungslos. Im Gegenteil. Wir haben an vielen Punkten ganz tolle Verbesserungen. Auf die Frage, ob Sie Optimist oder Pessimist seien, antworten Sie gerne, Sie sind Possibilist. Das heißt, wie im Lotto, alles ist möglich? Nein, das ist eben der große Unterschied. Also Optimismus und Pessimismus sind ja beides Ismen. Das sind Ideologien, ja. Ich glaube, die Optimisten waren diejenigen, die uns in die letzte Finanzkrise reingeritten haben. Ja. Die gesagt haben, es geht immer weiter nach oben mit den Aktien. Possibilist heißt das Mögliche, also von possible. Und eine möglichkeitsorientiertes Leben zu führen, das ist, glaube ich, das richtige Angebot auch in einer Gesellschaft, die ja einen enormen Reichtum entwickelt hat, zumindest in unserem Teil der Erde, und diesen Reichtum, glaube ich, auch teilen kann zunehmend. Das werden wir in diesem Jahrhundert noch schaffen. Also ich kann Ihnen eins garantieren, diese bittere Armut wird in diesem Jahrhundert auf ein sehr, sehr geringes Maß zurückgehen. Sie wird vielleicht nie ganz verschwinden, aber wir haben heute ungefähr die Hälfte von bitterarmen Menschen auf der Erde wie schon vor 20 Jahren und noch mal die Hälfte wie von vor 40 Jahren. Nur das sieht man natürlich immer nicht. Toni, du bist der Optimist, bekennender. Hast du immer gesagt, sogar die Blutgruppe ist positiv. Das bleibt deine Haltung. Auch für den Geburtstag wird gefeiert werden, groß.
Ja, ich lade ein paar Freunde ein am Sonntag. Dann am Montag stehe ich natürlich wieder am Trainingsplatz und dann kommen dann meine Tennisfreunde von Herbert Prasker, angefangen über Werner Gregoritsch und Maxl Horak und so weiter, die Generationen. Und dann lade ich die am Viktoriaplatz ein, gemeinsam mit meiner Mannschaft. Das letzte Match 6:3 gegen die Rapid Amateure, grandios gewonnen. Grandios gestartet, das müssen wir nachlegen. Ja, genau, jetzt gilt es nachzulassen. Nachzulegen. Nachzulegen, nicht nachzulassen. Die Pessimisten haben recht, heißt es, aber die Optimisten haben mehr Spaß. Ne? Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Dankeschön für Einblicke in euer Leben, in eure Erfahrungen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Darf auch unsere nächste Sendung gleich ankündigen. Freue mich auf ein ganz besonderes Gipfeltreffen, wenn hier an diesem Tisch dann die beiden Schauspiellegenden Helmut Lohner und Otto Schenk Platz nehmen. Bis nächste Woche. Kommen Sie gut durch diese Woche. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen und gute Nacht.